Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute gibt es mal nach langer Zeit endlich ein neues Video. Heute soll es mal um die 24-Stunden-Videos gehen, die Abge immer macht und halt zeigt zum Beispiel 24 Stunden als Hacker oder 24 Stunden als Owner, was auch Flo macht. Wir reden jetzt erstmal konkret darüber, was darin gemacht wird, wie Abge das macht und was halt meine Meinung persönlich dazu ist. Also die Videos sind eigentlich immer so aufgebaut. Bei Hacker zum Beispiel ist es immer so, er gibt sich zuerst Items, nimmt das alles auf, er hat einen zweiten Account mit Owner-Rang, schreibt den in den Chat, wir verkaufen teure In-Game-Items, was dann natürlich auch viele halt kommen, weil viele diese Items haben wollen. Ich meine, er würde nicht gerne beim Duplizierer günstig einkaufen, das teuer weiterverkaufen, würde es nicht gerne machen. Gut, es ist natürlich viel zu übertrieben, was die Massen, die er da hat, also das ist schon viel zu übertrieben für die Duplizierer, die haben wesentlich weniger als das, die haben meistens nicht mal eine Chest voller Spawner, er macht sich eine Doppelkiste, aber das kommt schon alles ein bisschen verdächtig vor. Und zum einen sind diese 24-Stunden-Videos auch immer dasselbe, die sind immer über 10 Minuten gestreckt, er zeigt da drin die Dinge, die eigentlich nicht ins Video reingehören, wo man die Hälfte schon wieder rausschneiden könnte, aber anscheinend gefällt es ja seiner Community. Oder zum Beispiel 24 Stunden als Owner, da bekommt er Reports und guckt es durch. Dafür hat er auch ein Format, das nennt sich Duplizierer suchen. Und dann schreibt er 24 Stunden als Owner. Also ich kann ja nicht erkennen, was man nach 24 Stunden als Owner machen soll. Da müsste man schon Livestream machen, wie man 24 Stunden als Owner da ist. Und meine Meinung zu diesem Ganzen, was er macht, ich finde es auf eine gewisse Weise irgendwo unterhaltsam, weil er kann natürlich unterhalten, weil sonst hätte er nicht diese Abonnentenanzahl, sagen wir mal. Und in meinen Augen ist es zur Unterhaltung und damit vollkommen okay, aber man sollte nicht die Tatsachen falsch darstellen. Zum Beispiel wie beim Duplizierer, also als Hacker, wie er es betitelt, dass man da halt doppelkistenweise voll dem Zeug hat. Also wenn man doppelkistenweise voll mit dem Zeug hat, kommt innerhalb von einer Minute ein Teammitglied und band dich garantiert weg, weil das durch das System sofort erkannt wird. Okay Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dieses kleine Video mal wieder, wo wir jetzt ein bisschen geschnackt haben oder meine Meinung, wo ich meine Meinung über diese 24-Stunden-Videos gesagt habe, lasst gerne mal ein Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.